Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Lears of Fear, Freunde. Ihr wundert euch vielleicht, warum ich schon wieder hier stehe. Ja, ich habe was verändert. Wir sehen jetzt alles auf Deutsch. Nichts mehr auf Englisch. Aha, schön. Dass wir wenigstens auch alles verstehen, was wir hier drinnen zu tun haben. Und ja, leider fangen wir da nochmal von neun an, aber wir waren ja noch nicht so weit. Wir waren ja bis zur Treppe ungefähr. Und das werden wir jetzt natürlich nochmal wiederholen. Leider. Aber wie gesagt, wir waren ja nicht so weit. Und wir haben ja jetzt den Vorteil, dass wir jetzt auf Deutsch alles übersetzt haben. Und das ist ja schon mal was ganz Feines. So. Dann wollen wir keine Zeit verlieren. Neues Spiel. So, Freunde. Kurzer Ladebildschirm. Auch 2016 ist das immer noch aktuell. Leider. Es ist noch nicht weiteres passiert. Sie haben noch nichts anderes erfunden. Es gibt immer noch den guten alten Ladebildschirm. I know how you must feel. Lost. Alone. Hopeless. You probably deserve it. But even for you, there is still a way. A way to bring it all back. The one precious thing you ever truly desired. Finish it. Guten Unterhaltung. Ja, wir haben es gerade gesehen. Zumindest haben wir einen deutschen Untertitel. Das ist sehr, 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 sehr gut. Uiuiuiuiuiuiui. Ja, wir stehen wieder im Raum hier. Und wollen gar nicht die Zeit verlieren. Wir gehen jetzt gleich hoch. Und starten da. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Ja, letzten Teil. Warum komme ich hier nicht durch? Was ist hier los? Ah, jetzt. Ja, im letzten Teil sind wir ja in der Küche gewesen. Und weiter unten. Ja, auch die ganze Synchronstimme hat ein bisschen nicht gepasst, aber es durfte jetzt eigentlich alles passen. Aber jetzt. Viel Spaß. Ja, wir haben hier schöne alte Gemälde, die uns bestimmt auch ein bisschen was erzählen über das Haus, über den Besitzer und über die Geschichte, Freunde. Was steht denn hier drin? Was ist denn hier? Ben, working all night. Donny, wake me up. Hey, hey, hey. Ja, haben wir Blut. Um Gottes Willen. Ja, das ist ja sehr, sehr schön, dass hier Blut ist. Warum ist hier Blut? Was ist jetzt hier der Himmel? Hier ist zugeschlossen. Oh Mann. Mir kommt es so ein bisschen leicht vor, als würde das Haus immer ein bisschen wackeln. Kann es sein? Huhu. Nein! Oh Mann! Wer tut denn hier alte Flaschen hin, verdammt nochmal? Haben wir hier jemand mit einem seltenen Problem? Oder selten? Relativ, aber es ist ja nicht normal, dass man so viel
Alkohol hier hat. Freunde, das Wetter, das wird nicht besser. Ja, alte Schuhe, alte Sachen. Also das Haus ist ja noch belebt irgendwie. So wie wir das jetzt hier raus sehen. Also zumindest denke ich das. So Freunde. Das Klavier, das ist Wahnsinn. Spielt hier das Klavier oder was ist hier los? Ja, alte Notenblätter. Ist das vielleicht ein Indiz zu irgendwas? Ein Geheimnis? Ein Rätsel? Ich weiß nicht. Nein! Was zum Teufel? Hallo? Hallo? Ich komme jetzt rein. Also lass es sein. Freunde. Ja, das sieht aus wie es wie ein Büro oder nee, eine Bibliothek. Und warum liegt hier alles auf dem Boden? Was ist hier passiert? True Story, the film, the pictures of Doria Gray. Ja, viele alte Bücher. Also zumindest muss der Hausbesitzer ein Liebhaber gewesen sein. Ja, sein altes Büro. Gut, das waren die Scherben. Oh, da liegt ein Schlüssel. Den haben wir uns gleich mal mit eingesackt. So, was liegt hier für ein altes... Was ist das? Ist doch Rotkäppchen, oder nicht? Rotkäppchen und der Wolf. Wow, dicker Wolf. Ja, Wolf, das Rotkäppchen zum Fressen gern hat. Nein! Jetzt wird er auch noch unpersönlich, jetzt liegt er auch noch im Bett hier. Nein! Ja, und ich sage immer wieder... Die guten alten Kindermärchen sind brutaler als das Leben. Alter. Das Bild. Es verfolgt uns. Alter. Ja. Licht ist immer gut. Ja, scheinbar ist ja was umgestürzt. Vielleicht ist jemand umgestürzt. Fuck. Alter, wo kam der Bär, der Ball jetzt her? Er ist zugeschlossen. Alter, fick die Henne.
Oh my God. Das ist voll crazy, ey. Ein übelstes Pink. Oh, man fühlt sich so übelst beobachtet. Ja, Bausteine. Was liegt denn da im Bett? Ah, ein Zinssoldat. Okay. Alter, der Schatten. Deswegen hab ich... Oh, was? Ach, das sind die Äste. Alles klar. So, Freunde, ich weiß nicht. Ich fühle mich hier nicht so richtig, oder wohl in meiner Haut. Ja, wir haben einen Schlüssel bekommen. Hier ist auch noch zugeschlossen. Wahrscheinlich kann man jetzt mit den Schlüssel unten was aufschließen. Alter Schwede. What? Alter. Get it right. Mach diesmal. Was? Mach's diesmal richtig. Was soll ich richtig machen? Und wo verdammt nochmal bin ich denn hier? What the fuck? Warum haben wir hier... Ah, wir haben ein Spiegelbild. Jetzt haben wir mal ein Spiegelbild. Nein! Ah! Alter. Oh Mann, in welches... Oh nein. Oh nein. Ja, das Bild ist ja nicht so schlimm, aber ich habe ja die Kopfhörer auf und das kommt nochmal dreimal, tausendmal schlimmer rüber. Glaubt's mir. Wenn ihr es wirklich hautnah erleben wollt, setzt euch Kopfhörer auf. Ja. Alte Flaschen. Oder alte Farbe. Na. Oh Mann. Zugeschlossen. Ich finde auch zumindest, dass das Gewitter schlimmer wird. Von Stunde zu Stunde. Aha. Alte Bleistifte. Oh. Jetzt. Wo ist denn der Eingang hin?
Hallo? Ach du Scheiße, Alter. Es gibt hier zwei Möglichkeiten. Wir werden verrückt, das Haus lebt, oder wir werden in Kürze sterben. Oder blägen. Was? What the fuck, Alter? Na! Oh, und das Bild ist ja echt sehr aufbauend. Was geht hier vor sich? Alter. Alter, was geht hier? Ich glaube, das Haus will uns ein bisschen verwirren. Geht hier sich im Kreis drehen. Ach, sich im Kreis drehen. Kreis drehen? Oh no, ey. Ich frage mich, wo wir jetzt hinkommen. Das Haus macht mich verrückt. Wo kam jetzt die Stimme her? Es kommt aus der Kiste. Ja, wir brauchen ein Zahlengut. Den habe ich aber noch nicht, irgendwie. Ja. Es war zumindest ein Maler. So viel kann ich schon mal sagen. Save the date. Oh, das ist so übelst krass hier, Freunde. Ich gucke jetzt mal hier in die Schränke. Vielleicht finde ich ja irgendwie den Zahlencode. Oder ist er hier irgendwo an der Wand gemalt? Ja, 1000 Tote, Alter. 854. Danke. Oh, mein Gott, ey. Piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, will you marry me? Schöner Ring, schöner Smaragdring. Alter. Die Vergangenheit hält zurück.
Und jetzt ist hier auf eben meine Tür. Vergiss niemals. Nein, das werde ich auf jeden Fall nicht vergessen. So. Ja. Ich hoffe zumindest nicht, dass es der Raum der Oma ist. Arschbacken zum Kneifen, Freunde! Hat es aufgehört? Alter, mach mich nicht fertig hier. Haben wir irgendwas übersehen? Weiter ist er nicht. Ach, oh Gott. Das ist Zigarrenzimmer. Hallo Elch. So, haben wir jetzt irgendwas hier? What? Nein! Oh, Alter. Hilfe. Oh, oh. Oh. Was? Wie? War? Was sind wir denn jetzt hier? Ja. Oh Gott. Too nice. In my lungs. Gott. Sind wir jetzt hier im Keller gekommen oder was? Ach Gott, ey. Nein! Oh, Alter, ey. Ey, wollt ihr mich verklapsen? Alter, da wär ich keine 50 hier bei dem Spiel. Oh, Alter, ich muss jetzt erstmal wirklich ein Stück trinken, ey. Oh, es tut mir echt leid, aber... Das ist echt krass. Das alles von jetzt auf gleich. Gott. Wo kommt dieser Hebel? Nein. Ah, eine Geheimtür. Nein. Die Alte hier an der Wand und das Kind oben auf dem Geweih. Was zum Teufel geht hier vor sich? Welchen Sinn hat das hier? Oh. Ja, ich glaube, wir sollten gehen. Ist hier los? Oh, du Gottes Willen. Ach, du heilige Shit. Kommando, Bronze. Alter. Ach, hier ist doch Napoleon. Irgendwie sind da zwei Gesichter in einem Bild. Seht ihr das? Da? Scheiße, Alter. Ist immer das gleiche Gesicht.
alles. Was geht hier ab? Farbentiefe, Lügen! Now, a tiny bit to the left. Yes. Just like that. Hold that pose. I want to get all those lovely curves just right. Oh my God. Ich glaube... Hä? Das Bild ist hier runtergekommen und hier ist leer. Was zum Teufel geht hier vor sich und warum ist hier vorne jetzt gerade was kaputt gegangen? Fragen über Fragen. Oh Mann. Aber der Keller, das war jetzt gerade echt die Krönung vom Grünsten. Wo zum Teufel sind wir jetzt schon wieder? Das Feuer. Alter. Halt doch mal die Luft an hier drin. Ach du Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Ja, ich glaube... Wir kommen noch in ernste Angelegenheiten. Oder jemand will nicht, dass wir hier rumschleichen. Ich will das auch nicht, Freunde. Was ist das für ein übelst hässliches Bild? Oh, ich habe Angst, dass die Hand da rauskommt. Alter, ist das creepy. Ja, war ja klar. Der pfeift der Fuchs. Be sure to register your copy of